Werde ich nach diesem Video von allen Ariana Grande Fans gehasst werden? Ja, ich sag schon, Karma holt mich ein. Ich krieg schon juckende Kopfhaut. Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem Kanal mal wieder am Start bist. Thank you. Next. Nee, aber ernsthaft, Sängerin Ariana Grande hat ihre eigene Make-up-Marke rausgebracht, die wirklich sehr, sehr lange heiß erwartet wurde und nun ist sie da und ich habe alle Produkte bestellt. Vorab, ja, ich bin wirklich ein riesen Ariana Grande-Fan. Ich glaube, das ist mit die einzige Person, bei der ich weinen würde, wenn ich sie sehen würde und dann mir selber in die Hosen scheißen würde. Weil mein Durchfall ist immer am Start. Ich hoffe einfach, dass dieses Video nicht genauso endet wie bei dem Video, wo ich die Make-up-Marke von Stranger Things Star Molly Bobby Brown getestet habe. Und ich wurde kurz in ganz YouTube-Deutschland gecancelt. So, ich würde gerne trotzdem noch meinen Job als YouTuberin so ein bisschen noch so ein paar Jährchen machen, deswegen. Chillen wir mal. Ruhig, Brauner. Ruhig. Oh, wow. Siehst du hier das eine Härchen hier oben auf meiner Stirn? Okay. Ich brüte irgendwas aus. Folgt mir auf Instagram, um zu sehen, ob ich morgen noch am Leben bin. Ich würde mal sagen, beste Promo. Mit den Lidschattenpaletten fange ich jetzt auch direkt an. Bei ihr gab es jetzt 3 Paletten und ich habe mir jetzt diese 2 holen können. Wobei ich die hier mit dem schwarzen etwas interessanter finde von der Farbgebung her. Die eine mit der hauptsächlich braunen Palette finde ich jetzt so für mich nicht so ansprechend. Beziehungsweise schon sehr, ja, würde ich mal sagen, Standard, was an sich Standard und langweilig, aber das meine ich gar nicht böse, weil ich solche Farben einfach viel zu oft in meiner Sammlung habe. Andererseits ist es auch überhaupt nicht was Schlechtes, wenn sie mit so einer Farbpalette startet, weil solche Farben braucht jeder, solche Farben kann jeder benutzen, gerade im Alltag. Deswegen macht es total Sinn, dass sie auch mit sowas startet. Die Lidschattenpalette, die ich benutzen werde, nennt sich Principessa und oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Ich werde ganz buschig, wenn ich mal italienische Wörter sehe. Das sehe ich so, so selten. Ich mache es sehr, sehr gerne in meinen Produkten, weil ich einfach meine italienische Herkunft einfach liebe und lebe. Und hier findet sich das wieder. Ihre flüssigen Lidschatten habe ich auch gekauft. Das werde ich dann auch gleichzeitig mitbenutzen. Und gehe jetzt hier in die hellbraune Farbe rein. Sie ist schon sehr, sehr pudrig. Jedenfalls ist die Verpackung wirklich ein sehr, sehr umstrittenes Thema in Social Media. Also entweder du hast diese Verpackung oder du liebst sie. Und ja, und ich bin jetzt irgendwie dazwischen. Aber Hauptsache, ich habe gesagt, es gibt nur das eine oder das andere. War ja klar, dass ich mal wieder so ein Außenseiter bin. Spricht mich jetzt nicht so an. Also gehört nicht zu meiner Ästhetik, die ich gerne bei Make-up-Produkten einfach sehe. Also würde ich jetzt diese Lidschattenpalette im Sephora sehen oder weiß nicht, sonst wo, würde ich nicht danach greifen. Aber ich mag es, dass sie einfach anders ist, dass sie Sachen anders macht als alle anderen und ihr Thema gefunden hat. Nämlich, dass sich einfach das alles so ein bisschen im Weltraum abspielt. Sci-Fi, 60er Jahre, Future-Thematik. Und das sehe ich komplett in sie. Ich meine, wenn man ihre Musik hört, sie macht super viele Lieder über Planeten, Astronomie, die NASA und sie ist verrückt nach Planeten, sie ist verrückt nach den Sternen und das Universum und das bin ich auch. Teilweise verliere ich mich einfach auch bei dem Gedanken, dass wir einfach nur Menschen auf dieser Erde sind und die Erde nur ein Planet ist und wir in einem Sonnensystem mit 8, 9, keine Ahnung, Planeten sind. Also wenn ich mal darüber nachdenke, erscheinen mir meine Probleme, die ich so im Alltag habe, so klein. Das also, verstehst du meinen Gedankengang so? Es findet sich dort wieder und das passt halt wirklich, aber dass das nicht jedem gefällt, verstehe ich halt auch. Also bloß weil ich Planeten und Astronomie liebe, muss ich jetzt nicht Make-up-bezogene Produkte dort kaufen. Also sowas will ich damit sagen. Die Lidschatten performen okay. Also ich habe jetzt 2 Farben verwendet. Die hellere und mal die dunklere Braunfarbe. Und ich habe hier einfach so das Gefühl, dass ich nur eine Lidschattenfarbe aufgetragen habe. Also ich sehe nicht diesen Farbunterschied, den Farbwechsel, also von hell auf dunkel. Für mich sieht es einfach aus, als wäre das hier eine Farbe, obwohl das wirklich 2 unterschiedliche Farben waren. Und etwas fleckig ist es auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie sonst noch rausbringt, denn für mich sind das jetzt alles Produkte jetzt so, wo ich sage, es ist wirklich jetzt nichts Herausragendes oder was sie irgendwie durch andere Celebrity-Marken abhebt, weil ich meine, sie hat mit Lidschatten und Lippenprodukten und Highlighter angefangen, was wirklich auch toll ist. Ist eine krasse Sammlung, aber die Konkurrenz gerade in diesem
Celebrity-Bereich durch Selena Gomez, Kylie Jenner und Rihanna. Die Konkurrenz ist so, so groß. Mit der Lidschattenpalette bin ich noch nicht fertig, bevor ich mein Fazit gebe. Ich werde jetzt hier den Liquid Eyeshadow benutzen, also ein flüssiger Lidschatten. Und hier wiederum finde ich die Verpackung wirklich sehr, sehr nice. Sieht aus wie so eine fette Pille, also wie so eine Tablette zum Schlucken. Davon habe ich übrigens mehrere Farben gekauft. Die Farbe As If, auch so ein Braun, was ich mir auch hier hinten reinpacken werde und verblenden werde. Aber die Liquid Eyeshadows sehen schon mal nicht übel aus. Also das ist wiederum so ein Produkt, wo ich sage, oh oh, not bad. Also Pigmentierung ist sowas von da. Es lässt sich so easy schön weich verblenden. Man hat auch ein bisschen Zeit, es zu verblenden. Es trocknet nicht sofort an. Okay. Ich meine, guck dir mal den Unterschied an. Natürlich ist es jetzt farbtontechnisch jetzt nicht zu 100% gleich. Aber das sieht schon so viel besser aus, als das, was ich jetzt hier fabriziert habe. Zusätzlich habe ich noch, oh mein Gott, guck meine Nägel nicht an. Neujahrsvorsätze, definitiv nicht die ganze Zeit meine Nagelhaut wegreißen und meine dünnen Nägel, die ständig abbrechen, nicht abbrechen lassen. Ich werde in diesem Leben einfach nicht gesegnet sein mit einer schönen Hand. Aber nicht schlimm, ich werde mir ganz kurz meine Aufklebenägel draufkleben, die ich selber rausgebracht habe. Kennst du vielleicht schon, wenn du meine YouTube-Videos fleißig schaust, ich habe sie dir schon vor einem Jahr gezeigt. Da waren sie noch in der Bearbeitung, jetzt sind sie endlich draußen. Richtig schöne, ja, Farbverlaufnägel. 24 Stück mit Kleber natürlich und ich liebe diese Verpackung, ich bin mega stolz. So, sag hallo zu meinen neuen Babys. This is Jill, this is my lady Amy. Little Susie, Brianna. You know why we call her Brianna, right? No. Yeah, it's a long story. Ich lieb's, die Nägel halten bis zu 2 Wochen, wenn ich sie so lange überhaupt halten möchte. Super für Last-Minute-Events oder wenn ich einfach nicht zum Nagelstudio gehen möchte. Die kann ich feilen, schneiden, so wie ich sie möchte. Die haben einen schönen Verlauf von rosa auf weiß. Das alles findest du jetzt ab sofort in meinem Shop. Und ich lieb's einfach, wie unsere Crash Cosmetics Family einfach wächst. Von den Liquid Eyeshadows habe ich hier noch eine zweite Farbe. Och, guck mal, wie viel besser das jetzt aussieht. Und zwar habe ich hier noch die Farbe L8R. Hate. Lay. Later. Diese Momente, wenn man die Erleichterung des Todes hat. Jedenfalls ist es so eine Sandfarbe, ähnlich wie meine Hautfarbe. Hier gehe ich mal mit einem Pinsel auf meinen Handrücken rein und benutze das zum Ausblenden eher. Das lässt sich so easy verblenden, als wäre es irgendwie auch ja Puderlidschatten. Ne? Ich wage es mal und gehe in die schwarze Farbe. Ich finde schwarze Lidschatten sehr, sehr schwierig, weil entweder ist es nur so unnötig so grau oder auch einfach sehr, sehr schwer zu verblenden. Wenn wir ehrlich sind, wir brauchen nicht noch eine Kosmetikbrand von einer Musikerin, wo man sie jetzt nicht unbedingt mit Make-up so krass in Verbindung bringt. Ist einfach Fakt. Vor allem, was mir gerade so einfällt, während ich genau diesen Look gerade abschminke von ihr. Sie hat nicht einmal Content veröffentlicht, wo sie selber die Produkte mal anwendet. Geschweige denn, dass sie eine Story gemacht hat, wo sie ihre eigenen Produkte mal in der Hand hält und sagt, hey, here it is, keine Ahnung. Sie hat selber nichts mit ihren eigenen Make-up-Produkten gemacht, auf ihren Kanälen als Story oder sonst was. Nichts. Und ich meine, klar sollte man ihre Produkte nicht mit den Produkten von Selena Gomez und Rihanna vergleichen, aber Rihanna zeigt sich oft, wie sie sich mit ihren eigenen Produkten schminkt. Und genauso auch sieht man voll oft Selena Gomez sich mit den Produkten schminken oder irgendwie ansatzweise Berührungspunkte hat. Selber hat sie es nicht mal einmal in der Hand gehabt. Schade und nicht authentisch halt. So, wenn ich so eine krasse Reichweite hätte wie sie, ich würde einfach gefühlt jeden Tag mich mit den Produkten schminken und mich dabei filmen, weil das wollen die Leute sehen. Sie wollen wissen, ob sie gerade einen BH trägt oder nicht. Ich habe gerade übrigens keins an. Also verstehst du, was ich meine? Hätte sie nicht mal eine Hand gehabt. Aber hier siehst du, wie ich schon gesagt hatte, das Schwarz, es ist einfach grau. Es ist nicht schwarz-schwarz. Also ich muss die schwarze Farbe locker 3, 4, 5 Mal schichten, damit es annähernd schwarz ist. Also dieses Schwarz überzeugt mich jetzt nicht so krass, leider. Aber ich versuche so einen Smoky Eyeliner zu machen. Da ich auch hier etwas anhabe, was so ein bisschen mit Rot ist, will ich auf jeden Fall hier dieses schöne Rot-Glitzer verwenden. Da nehme ich jetzt hier einen sehr dünnen und flachen Pinsel. Und das packe ich mir hier am äußeren Lid auf.
Oh ja, das sieht hübsch aus. Und das, obwohl ich das mit dem Pinsel auftrage und nicht mehr mit meinen Fingern. Die rote Farbe verblende ich jetzt ein bisschen hier mit immer noch dieser beigenen Farbe von der Palette. Und ich habe es jetzt gerade auf dem einen Auge gemerkt, sobald ich die schimmernde Farbe verblende, ist davon nicht mehr viel übrig. Sie verschwindet einfach. Guck mal, wie wenig von dem Roten noch übrig ist. Gerade jetzt diese schimmernden Farben sind wahrscheinlich eher nur so Akzentfarben, die du mit deinem Finger da drauf tupfst und nicht verblendest. Finde ich aber dennoch sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen, weil auch Schimmerfarben möchtest du ja auch verblendet haben. Dieser flüssige Lidschatten hat es mich so krass angetan. Vor allem ist das ein flüssiger Lidschatten, das einfach mal rosa schimmert, mal blau, mal grün. Super irgendwie spacey, abgefahren und genau das liebe ich. Ich will genau sowas haben und genau sowas habe ich von dir erwartet. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Es ist einfach schimmerrosa, weil ich das jetzt unter dem Roten aufgetragen habe. Ich raste aus. Wo habe ich jetzt hier einen Pinsel? Oh mein Gott, schnell, das trocknet. Wie kann man nur so unvorbereitet sein? Ah, hier. Okay, okay, okay. Ruhe, Ruhe. Je nach Lichteinfall mal eine andere Farbe. Grünlich, weißlich, rosa. Toll, aber irgendwie noch nicht so deckt. Also ich habe auch natürlich andere YouTuber gesehen, die andere flüssige Lidschatten hatten, die auch so Goldglitzer waren. Und das bei denen besser funktioniert hat, beziehungsweise die deckender waren. Also bestimmt gibt es noch einige, die auch schimmernd und deckender sind als jetzt das. Das erscheint mir eher wie so ein Topcoat. Also nur so was Leichtes, was man drüber tröpfelt, was halt echt wenig Deckkraft hat. Ja gut, alles klar. Also ich wollte nach diesem Video eigentlich noch Möbel shoppen gehen. Denn Jonas und ich, also mein Freund und ich, sind gerade noch mitten im Umzug beziehungsweise halt eher in der Einrichtung und versuchen uns für eine Einrichtung zu entscheiden. Diskutieren oft, weil wir einfach komplett unterschiedlicher Meinung sind und unterschiedlicher können unsere Bedürfnisse und Geschmäcker nicht sein. Also falls du diese Reise zur Einrichtung unserer neuen Wohnung irgendwie miterleben möchtest, dann verweise ich dich gerne auf meinen Instagram-Account hin. Dort nehme ich dich in meinen Stories wirklich täglich dabei mit, wie ich verzweifle. Beziehungsweise überlege ich auch so Einrichtungsvlogs zu machen, beziehungsweise so Umzugsvlogs. Und so in Ikea, ich meine, why not? That's the spirit, das ich brauche im neuen Jahr. Hast du Vorsätze? Schreib sie mal unten in die Kommentare. Was ist denn eigentlich hier passiert? Was habe ich denn da an der Wange? Okay, gut, geht wieder. Was auch immer, wahrscheinlich war das ein Fleck von irgendwas. Immer zum Spaß, Jonas und ich sagen immer Dummes Beispiel, einfach nur das italienische Alphabet M, was bei uns im Deutschen hier M wäre, wäre im Italienischen M oder N. Deswegen sagen Jonas und ich immer zum Spaß M. Muss keiner verstehen. Kurzer Insider erklärt, falls ich mal aus der nächsten Ecke da hinten mal mit M komme. Weil manchmal geschieht das einfach unkontrolliert. Mal schauen, wie der Eyeliner das Ganze noch ein bisschen schöner machen kann. Hier von Rem Beauty hat sie den Eyeliner Marker in Midnight Black. Eine wunderschöne Spitze, ein Filzliner. Das mag ich sehr. Auch wie sich das so in der Hand anfühlt. Es ist so ein matter Touch. Liegt gut in der Hand. Und da werde ich jetzt einfach hier meinen Eyeliner nachzeichnen. Und die Spitze ist wirklich richtig schön präzise. Oh, jetzt weiß ich, woher die Flecken hier kommen. Von meinem kleinen Finger. Was habe ich denn da gemacht? Oh Mann, ich habe eine Erinnerung wie ein Fisch. Aber hey, jetzt habe ich hier meine Kontur auch schon durch. Zwei Fliegen mit einem Mutter. So, ich habe jetzt ohne die Kamera jetzt mal gut meinen Look überarbeitet und wirklich versucht, es so zu machen, wo ich jetzt sage, okay, den Look finde ich schön, hat aber ehrlicherweise schon etwas gebraucht. Und an dieser Stelle denke ich mir immer, Mann, Luise, sei doch nicht mehr so eine schlechte Beauty-YouTuberin, du kannst doch heftige Looks. Und natürlich versucht man auch mit anderen YouTubern, die heftige Looks machen, mitzuhalten. Aber manchmal schaffe ich halt auch nichts Heftiges. Und deswegen, falls du dich jemals von meinen Videos irgendwie ansatzweise schlecht gefühlt hast, dass du gewisse Looks auch nicht so hinkriegst wie andere Influencer, dann bitte, bitte fühl dich echt nicht entmutigt. Ich habe diese Momente einfach so, so oft. Nur kriegst du es halt nicht mit, weil wenn ich den Look nicht schön finde oder verkack, mache ich die Kamera aus und fange von vorne an, solange bis es klappt.
Ich möchte nämlich jetzt doch die Mascara ausprobieren, bevor ich jetzt auch noch zu ihren falschen Wimpern komme und zu den Highlighter- und Lippenprodukte. Die Mascara sieht wirklich eigentlich nicht schlecht aus von der Verpackung. Das ist so, wo ich sage, wow, cooles Packaging, geil. Ich habe mich nämlich für diese Bürste entschieden. Sie hat ja zwei Mascaras und die hat hier so ein Analplug-Bürstchen. Verdammt, komme ich nicht zu einem besseren Vergleich, weil ich benutze eigentlich gar keine Analplugs. Macht schöne Wimpern. Ich finde nur, auf dem Mascara-Bürstchen kommt ein bisschen viel Mascara-Produkt drauf und es wird nicht beim Herausziehen nicht so krass abgestriffen. Deswegen sind meine Wimpern schon gut beladen mit Wimperndusche und das ist eigentlich nicht immer so das Beste. Aber ehrlicherweise, jede andere Drogerie-Mascara macht es auch. Also ich selber gebe schon mal mehr Geld für Mascaras aus. Gerade zum Beispiel die Mascaras von Benefit finde ich mega. Da finde ich, da lohnt sich das Geld. Hier ist okay. Haut mich jetzt nicht um. Und ja, ich weiß, jedes Produkt muss mich jetzt nicht komplett umhauen, weil das ist ziemlich schwer zu erreichen, weil es so viele Produkte gibt. Aber wenn ich sowas sage, meine ich jetzt nicht, wie heftig innovativ und toll dieses Produkt ist. Ich meine halt eher, ob sich der Aufwand lohnt, dieses Produkt in einem amerikanischen Shop zu bestellen, gefühlt 3, 4, 5, 6 Wochen Lieferzeit zu warten und das Risiko einzugehen, dass deine Produkte im Zoll landen. Also so viel wert muss mir das Produkt sein. Das finde ich halt dann schwierig, dass es halt die Produkte von Ariana Grande zum Beispiel nicht im Sephora gibt, wie bei Fenty Beauty oder bei der Marke von Selena Gomez. Weil dadurch finde ich einfach, sind die Produkte schwieriger zu erreichen für die Leute, die eben nicht in Amerika wohnen. Und natürlich konnte ich das jetzt bestellen, aber ich habe dafür jetzt über einen Monat warten müssen. Und das finde ich halt dann mega seltsam, dass sie halt keinen Deal ausmachen konnte mit einem Markt, wie jetzt Sephora, Douglas oder was auch immer, um das einfach besser für Leute erreichbar zu machen. Deshalb ist die Hemmschwelle jetzt für mich, dir ein Produkt gut zu empfehlen, natürlich höher, weil ich dann überlege, würde sich jetzt ein Zuschauer von mir die Mühe machen, dort zu bestellen, eventuell Zoll zu riskieren und 8 Wochen auf ihre Bestellung zu warten. Also da muss sich's wirklich lohnen. Und da finde ich, hat Ariana Grande echt viel Potenzial verloren an ihren Produkten, ne? Weil sich viele, die eben nicht in Amerika wohnen, genau solche Fragen stellen und deshalb nicht bestellen, obwohl sie es eventuell gemacht hätten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ariana Grande und Sephora irgendwie keine Gespräche hatten, Verhandlungen, aber ich glaube, Ariana Grande war denen safe zu teuer. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Hier kommen wir jetzt zu den Wimpern. Ich habe mich jetzt für die hier entschieden, weil sie so einen schönen Cat-Eye-Look haben, also außen krass, innen weich und ich mag sowas. Ich bin gespannt, wie das auf meinem Auge aussieht. Und Ron versteht nicht ganz, warum Harry so aufgeregt ist und liest den Text nun etwas unmotiviert vor. Dumbledores Ruhm beruht auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald, seinen Anwendungen von Drachenmilch. Was gibt's Besseres? Harry Potter Podcast hören, während man sich die Wimpern klebt? Mut. Und ich liebe diese Wimpern. Super, super schön. Sehr, sehr Ariana-like mit diesem schönen Cat-Eye und zusammen mit meinen Nägeln. Ach, ich fühle eine neue Person in mir hinaufsteigen. Eine neue Identität. Kommen wir zu ihren Highlighter. Die sind sehr, sehr gehypt. Die mögen wirklich sehr, sehr viele. Sie nennt sie Highlighter Topper, was so ein bisschen verwirrend ist, weil so ein Topper klingt eher wie etwas, das wenig Deckkraft hat so. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, scheint das definitiv nicht der Fall zu sein. Ich habe jetzt hier die Farbe Miss Saturn, also Miss Saturn. Und ich glaube, das ist mit einem Ticken, einen Tacken zu dunkel tatsächlich. Natürlich, wenn man die Farben online auswählt, kann ich nur mutmaßen. Super viele YouTuber, dessen Videos schon vor mir rausgegangen sind, weil ihr Paket wohl nicht im Zoll gelandet ist, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich ja mein Video dadurch verzögert. Die hatten immer irgendwie Miss Mercury drauf und das war deutlich heller und ich glaube, das hätte ich eher bestellen sollen. Ich bin mal wieder hier die Einzige in Item. Aber bei solchen Momenten, wo einige YouTuber schon eine Review zu Ariana Grande eben hochgeladen haben, dachte ich mir, ja gut, ich kann mein Video eigentlich schon längst vergessen und es nicht hochladen, weil wer will sich dann noch meine unnötige Review reinziehen? Bei solchen Sachen, die halt eher gefragt sind, versuche ich mich schon zu beeilen. Aber no. Zoll sagt nein. Computer sagt nein. Und ja, ich sehe wirklich nicht sonderlich viel davon, weil es
zu ähnlich zu meinem Hautton ist. Aber es ist dann mein Fehler. Es könnte bei mir tatsächlich als Blush durchgehen, weil es so einen leichten rosigen Touch hat und es glänzt im Licht wirklich sehr, sehr schön. Es gibt so einige Lippenprodukte mit dieser richtig coolen Verpackung mit dem kleinen Fenster hier. Erinnert mich sehr an diese Katzenrucksäcke, die auch ihren Fenster haben. Sehr, sehr cool. Die Lippenstifte sehen schon mal auch richtig gut aus. Ich habe es auch geliebt, wie im Vergleich zu anderen Marken, wie günstig Ariana Grandes Produkte einfach waren. Natürlich habe ich mich ein bisschen belesen und ganz viele Kommentare haben geschrieben, zu günstig, macht voll so diesen billigen Vibe und Claire's Make-up und Kinderschminke und so weiter, wo ich mir denke, man kann es niemandem recht machen. Sie könnte viel mehr Geld verlangen und macht günstige Produkte und die Leute sind dennoch nicht zufrieden. Also Ariana Grandes Produkte werden von Former Brands hergestellt und Former Brands ist die Produktion von zum Beispiel Morphe, auch eine amerikanische Marke, und die sind relativ günstig. Deswegen konnte sie wahrscheinlich zu deren Kondition noch einfach herstellen. Deswegen können wir es mal an dieser Stelle einfach abfeiern, dass sie als Celebrity eben gute Preise hatte. Und dieser Lippenstift. Geil. Super geschmeidig auf der Haut. Erinnert mich sehr an die Huda Beauty Lippenstifte. Ich lieb's. Tolle Farbe übrigens. Richtig schöne Nude-Farbe. Genauso wie sie mir gefällt. Das hatte ich jetzt hier in der Farbe Bubbly. Diesen Lipstain-Stift habe ich echt nicht verstanden. Soll dauerhaft die Lippen einfärben und ja, ist wie so ein Filzstift, aber die Deckkraft ist leichter und flüssig. Also, oh, es riecht auch wie ein Stabilo-Stift. Krass. Ich werde es mal hier an den Seiten auftragen. Sehr wässrig. Beim Verblenden lässt sich das Produkt so hin und her schieben. Ungleichmäßig und fleckig. Ich werde auch hier den Plumping Lip Gloss auftragen. Das ist jetzt hier in der Farbe VCR und riecht nach Pfefferminze mit Schokolade. Lohnt sich die extra Meile des Bestellens und Zoll zu riskieren für diese Produkte von Ariana Grande? Sowas von nicht. Und es tut mir echt im Herzen weh, das zu sagen, weil ich Ariana Grande sehr, sehr mag. Aber natürlich hatte ich auch einige Favoriten, wie zum Beispiel die Lippenstifte. So, so schön. Genauso auch die ganzen flüssigen Lidschatten sind echt ein Top-Produkt, wo ich sage, richtig, richtig gute Produkte. Ob sich der ganze Stress lohnt, da auf einer amerikanischen Seite zu bestellen und darauf zu warten, schwierig, wirklich. Aber die Lidschatten haben für mich gar nicht gut funktioniert und die Mascara war jetzt auch nicht so besonders. Deshalb würde ich jetzt an deiner Stelle einfach mal so abwarten, was sie noch für Produkte rausbringen, die vielleicht ein bisschen spannender sind und einfach noch besser performen. Ist es bestimmt auch nur eine Frage der Zeit, dass sie auch besser nach Europa verschickt. Ich meine, die Beauty-Brand von Selena Gomez war in Deutschland erst gefühlt 8-9 Monate später erst. Deshalb ist Ariana Grande auch erst am Anfang. Geben wir ihr so ein bisschen Zeit, sich da so einzugrooven. Bewerte du mal mein Ariana Grande Rem Beauty Look. Ich bin dann doch froh, dass es ein bisschen was geworden ist, obwohl das jetzt nicht die beste Leistung war. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!